Hallo Leute und damit dann herzlich willkommen zurück zum Automechaniker Simulator. Ja, jetzt müssen wir nur gucken. Wir haben ja noch nicht viel zu tun. Unsere Werkstatt ist eingerichtet, aber hier ist halt noch nicht Schluss. Deshalb schauen wir mal, ob wir irgendwie jetzt irgendwas machen können. Wir brauchen ja ein Auto. Ergo brauchen wir einen, müssen wir zu einem Händler. Die Frage ist, dürfen wir das? Hier. Ach ne, Auktionshaus. Wir können ja gucken. Wir müssen ja bei dem Händler, können wir jetzt wirklich machen. Kann ich hier irgendwie was? Ich würde ja gerne. Aber wir brauchen ein Auto. Na, wir gucken einfach beim Schrottplatz. Würde ich sagen, oder? Wenn wir das dürfen? Übersicht. Ich würde gern. Darf ich nicht zum Schrottplatz oder so? Teststrecke, Parkhaus. Parkhaus, Händler, Rennstrecke, Händler. Was können wir denn beim Händler überhaupt machen? Also wir brauchen ja ein Auto erstmal praktisch. Eigentlich bräuchte ich, würde ich ja wohl einen Schrottplatz für ein Schrottauto gucken. Weil. Auktionshaus, Schrottauto. Was auch immer. Wir brauchen ja irgendwas zu basteln. Wird ja aber praktisch auch nur die eine Folge werden, die ich jetzt aufnehme. Aber eine Folge habe ich jetzt gemacht beim Tutorial. Das ist also der Fall jetzt gerade. Ich gucke jetzt nur gerade einmal mal rein. Die sind wahrscheinlich alle desto teuer, wahrscheinlich, würde ich sagen. Kann ich den kaufen? Frage, FED Panther, 0 Kilometer, kostet 217.000, 4.000, ne, eher nicht. Nö, tut mir leid, nein, wir brauchen kein neues Auto. Also neues Auto brauchen wir gar nicht erst kaufen. Okay, es gibt keine Originalfahrzeuge, weil das Ding ist eigentlich hier ein Audi A4, A3, A4, irgendwie sowas in die Richtung. So, also, gucken wir mal im Menü. Tschüss Händler, ich brauche dich jetzt nicht. Bin ich jetzt raus da? Darf ich? Hallo? Lieber Händler, zur Werkstatt. Okay. Also geht viel über Dreieck. Da ich die PlayStation 4 Version spiele, von diesem Spiel. Nein, schon gepiepst, liebe Leute. So, gucken wir mal. Inventar, Einkaufsliste, Tablet, PC. Kein. Sie brauchen Computer, oder? Warte mal. Werkstatt, Inventar, Einkaufsliste. Kann ich nicht. Telefon. Spiel schon. Okay. Gut. Gucken wir mal. Eigentlich hätte ich jetzt gerne gesagt, ich kaufe ein Parkhaus. Kann ich jetzt nicht. Aktion. Warum kann ich nicht wieder zum Aktion? Warum kann ich wieder zum Parkhaus? Geben eine 0. Eine Zahl 0 von 12. Das ist ja das Parkhaus. Okay. Wie kriege ich jetzt ein Auto ran? Das ist die große Frage. Faktisch bräuchte ich jetzt. Ich brauche ein Auto. Ich brauche ja was zu tun. Würde ich sagen. Einkaufsliste. Habe ich nicht. Inventar. Habe ich ja nicht. Telefon. Ach so, okay. Hier sind unsere Aufträge. Der Herr Schmidt hat seinem Sohn das Auto gekauft. Gut. Dann fangen wir tatsächlich an mit dem Emden Lotz, würde ich sagen. Mal gucken, was wir zu tun haben. Wow. Vor anderthalb Jahren habe ich meinen Sohn dieses Fahrzeug gekauft. Leider hat er sich nur um das Tanken gekümmert, sonst um gar nichts. Einmal Durchsicht machen, die Ölschale und natürlich die Reifen überprüfen. Wenn der Wagen fertig ist, kann man so ihn dann wieder abholen.
Nehmen wir doch mal den Auftrag an, damit wir mal ein bisschen was zu tun haben hier. So, da, ja, da vorne ist das Auto. Das gucke ich mir jetzt mal als erstes an. Ob wir überhaupt eine Möglichkeit dann zu sehen, was ist an diesem Auto überhaupt dran. Er hat ja gesagt, die Reifen müssen geprüft werden, Ölwechsel muss gemacht werden. Eieiei, sieht aber aus wie sonst was. So, was haben wir denn überhaupt für ein Auto? Sieht er nach einem Golfabklatsch aus? Das sieht überhaupt nicht. So. Kann man den jetzt irgendwie zum Links fahren? Drücke wir hier einfach die Aktion, um dich zu setzen. Wie sieht das Auto von innen aus? Innen sieht es aber ganz gut aus. Okay. Das heißt, wir gucken mal uns jetzt das Auto an. Motor starten. Okay. Die Karre startet doch nicht mal. Das ist schon mal eine gute Idee. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Fakt ist, dass wir jetzt uns mal drum kümmern müssen, dass der Motor... Oh, der sieht aber scheiße aus. Das kann ich ja nicht machen. Ölwechsel hat er gesagt. Ist Öl drin? Oder ist kein Öl drin? Was hat er gesagt? Moment, wir brauchen... Ich gucke jetzt gerade mal nochmal die Aufträge. Okay, Tuning, Inspirierung. Führe eine Sichtprüfung durch. Die Reifen sind definitiv runter. Würde ich sagen. So. Gut. Das heißt, ich brauche das Fahrzeug eher auf der Hebebühne. Kann ich dich auf der Hebebühne stellen? Aber ich muss ja jetzt den Start bekommen. Eigentlich wollte ich jetzt nicht die Motorhaube machen. Abmachen, Moment. Kann ich das rückgängig machen? Ah, ich kann hier Fahrzeug in der Stattung, Demontage, Triebetuning, Inventar. Fahrzeug bewegen. Dich. So, probieren wir es nochmal ein bisschen weiter. Hebebühne. Das war erstmal auf die Hebebühne. Das ist erstmal wichtig. Wir sollen ja die Durchsicht machen und ich denke mal, die Reifen machen sie nicht von alleine runter. Die müssen nämlich definitiv runter. Wie kann ich eigentlich das Fahrzeug? Windschutzscheibe? Nö. Warte mal. Mental. Die ist schlecht eigentlich. Das heißt, die kann eh runter. Fällt mir gerade so ein. Das heißt, für den Lotz, die Motorhaube, die kann erstmal raus. Was haben wir hier? Nehmen wir mal Kotflügel. Kann erstmal im Inventar und. Ach nein, ich hätte die verkauft. Ich wollte die gar nicht verkaufen. Ich könnte die auf der Werkbank reparieren. Warte mal. Habe ich überhaupt eine Werkbank hier? So nebenbei? Ne, habe ich gar nicht, ne? Das heißt, ich muss die Teile sowieso verkaufen. Nicht, dass ich keine Werkbank habe. So, die Tür kann definitiv auch raus. Ich damit. Die kann auch raus. So, ich gebe mal das Auto jetzt mal hoch. Ich muss die Reifen runternehmen. Wenn ich die Teile bestellen kann,
So, die Reifen, Allwetterreifen sind das. Sieht ja aus, das ist ja ganz schlimm. Das kannst du eigentlich komplett auseinanderbasteln. So fällt mir gerade auf. Theoretisch müsste der komplett auseinanderbasteln. Wie sehen die Bremsen überhaupt aus? Ich damit. Die sehen vielleicht noch so halbwegs gut aus. Die Frage ist. Die kann das mal runter. Die sind nicht scheiße, die kann die weg. Die Frage ist. Eigentlich, wie sieht das Auto aus? Ich guck mal gerade komplett im Inventar. Die Frage ist, kann ich die reparieren? Also ich müsste jetzt alles nach und nach, was hier drauf ist. Ich müsste dann eigentlich das Auto auseinanderbasteln wahrscheinlich und alles komplett neu zur Einkaufsliste hinzufügen. Würde ich sagen, fast. Theoretisch, ich will. So, Einkaufs ist auf jeden Fall mal eine Tür. Deine Zahnkasse kann ich nicht. Kann ich? Warum kann ich? So, gefunden defekte Teile. Also rein theoretisch würde ich sagen. Ölwechsel, das Öl lassen. Ach, der soll nur das. Aha, okay. Warte mal, kann ich das Auto nicht zurücksetzen? Weil theoretisch kann ich, muss ich sagen, alles, muss ich halt eigentlich nur das Öl ablassen. Ich brauche das Auto gar nicht auseinander zu basteln. Weil theoretisch, wie ich verstanden habe, muss ich ja nur das Öl ablassen. Ach, ich muss die Reifen auch runterballern. So. Rein theoretisch muss ich ja. So, gucken wir mal gerade, was der Einkauf, was die Einkauf. Ja, okay. Ich müsste den jetzt ja komplett. Warte mal. So, warte mal, warte, 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 warte. Aufhängung brauche ich jetzt nicht, aber doch Aufhängung muss ich ja wohl machen. Aber ich muss ja die Ölwanne machen, Ölfilter. So. Fahrzeugwerkzeuge, Jose-Werkzeuge, Montage von Teilen. So, warte mal. Ich muss ein bisschen das Problem. Theoretisch, Sichtprüfung heißt runter mit den Reifen. So.
sich Prüfung heißt. Oder das Auto komplett eigentlich in die Tonne, weil die Karre, eigentlich müsste ich den komplett neu aufbauen. Quasi, der sieht so beschissen aus. Damit. Warte, eigentlich kann ich das wirklich ablassen einfach. Menü öffnen. Alle Informationen. Rein theoretisch gefundene defekte Teile. Eigentlich müsste ich den komplett Ölwechsel, alles Öl ablassen, neues eingießen. Teil anzeigen lassen. Ich würde aber gerne eigentlich mal Zugang vom Motorrad. Aber kann ich nicht, kann ich schon das Öl ablassen? Flammenrohr, Ölwanne. Upsa. Na ja, gut. Das Öl hätte ich ab diesen, So, dann muss ich jetzt mal das Menü öffnen. Montage von Teilen. Ölwanne wieder rein. So. Hätte nur gesagt, so ja. Warte mal, nein, nein, nein. Speichern zurück zum Hauptmenü. Na, ja, ich will doch nicht zum Hauptmenü, Mann! Ja, dann spiel, dann lass mich in Ruhe. Was ist denn das jetzt schon wieder los? Dass ich nicht mal zurückgehen kann wegen der mit dem Auto da. Ja, dann lad er ruhig mal zurecht. Fortfahren. Sorry, das war ein kleiner Fail von mir. Merke noch, ich lerne. So, wieder da. Er hat ja eine Sichtprüfung gemacht. Jetzt geht das auch wieder. Gott sei Dank. Rein mit der Tür. Darf ich jetzt die Tür da reinsetzen, bitte? Puh, mir... Er hat ja nur gesagt, Öl rausnehmen. So, warte mal. Montage von Teilen. Darf ich jetzt irgendwie mal wieder an das Auto ran oder? Ja, nicht, ne? Halten. Menü öffnen. Diagnose mal, diese Modus. Kostet Montage von Teilen. Der kriegt die Reifen wieder drauf, weil ich habe ihm ja nur das Öl jetzt rausgenommen. Das, was er haben wollte. Theoretisch müsste ich ihm jetzt alles an so. So, warte mal. Ich kriege jetzt die Reihe wieder drauf. Ich mache die Sichtprüfung und gut ist.
habe ja, glaube ich, den Aufhänger nichts gemacht. Ich habe ja letztes. Ich habe gerade hinten nur die Bremse ein bisschen demontiert. Also, was muss ich gerade gucken? Die ist es nicht. Die wäre es. Montage von Teilen. Jo. Geht drauf. Gut ist. So, hin muss noch die das eine Reif, der eine Rad, das eine Rad drauf. So, die Brei sind drauf. Jetzt müssen wir hier noch mal ran. So, jetzt kann ich das Auto nämlich wieder runtersetzen. Ah, jetzt muss ich das Auto. Warte mal, habe ich da nicht irgendwo eine Liste? Quatsch, mit Soße. Menü öffnen. Einkaufsliste. Kraftstofffilter, Luftfilter, das ist alles defekt. Menü öffnen, habe ich irgendwo zur Liste. Einkaufsliste. Warum habe ich jetzt eigentlich gerade Führer eine Sichtprüfung durch? Die Ich will das eigentlich im Diagnosemodus. Ich brauche die Teile tatsächlich dafür. Das brauche ich jetzt halt nicht. Hier ist ein PC. Du brauchst neue Motorhaube für den M-Lotz. Immer also Zeile habe ich die irgendwo drauf. Alles. Schenkel. Warte, das ist das ja nicht. Motor, Aufhängung. Ich brauche Teile. So, heute muss ich die Karre auch komplett. Werkzeugkasten. Puh, schwierig gerade. Ja, ich muss jetzt mal gerade gucken, dass ich hier die. Kann ich die Motor. Jetzt keine Möglichkeit, eine Motor zu, die, das Teil zu bestellen?
Motor. Menü öffnen. Diagnosewerkzeuge. Okay, das geht ja jetzt gerade nicht. Montage von Teilen. So. Öldeckel. Demontage von Teilen. Rein mit dem Zeugs. Oh, upsi, sollte man jetzt. Gut genug. So. Kann ich jetzt nicht irgendwie Montage. Du hast keine passenden Ersatzteile. Warum habe ich keine passenden Ersatzteile? Ich weiß, ja gut, ich habe die verkauft, ne? Scheiße. Warum kann ich die nicht verkaufen, wieder kaufen? Wo kann ich meine, wo kann ich... Ich habe keine Einkaufsliste. Ich das mal wieder. Motor. Aber man muss doch da tatsächlich die Möglichkeit sein, Teile zu bestellen. Also Ersatzteile zu bestellen für eine Karosserie oder so. Kann ich nicht eine Motorhaube bestellen? Das ist doch ein bisschen blöde. Motorhaube. Gucken. Nö. Ich brauch doch nur die fucking. Wieso kriege ich keine Motorhaube? Blöde Frage. Nächste Frage. Also kann ich gerade noch nicht abgeben. Ich muss die Bremsen ja auch runter machen. Komplett. Okay, so einfach ist das Spiel nicht. Das habe ich ja gemacht jetzt. Theoretisch müsste ich ja jetzt den Auftrag Inventar, wieso kriege ich? Kann ich die nicht? Ich will ja alles eigentlich. Ich will ja tatsächlich hier. Oh, den könnte ich deutlich mal zu wieder einbauen, ne? Also die Kritikare Schrott.
zu bewegen. Einkaufsliste. Ich brauche ja eigentlich theoretisch sogar neue Reifen. So, das heißt, ich gehe mal gucken, ob ich die Einkaufsliste jetzt anrufen kann. Aufrufen kann. Einkaufsliste. Telefon. Ne, warte mal. Kann ich nicht irgendwie. Inventar. Teil verkaufen. Einkaufsliste. Ich will ja nicht als Einkaufsliste abarbeiten. Zurück, Kategorie wechseln. Ich muss ja. Ich stehe jetzt gerade nicht das Ding. Ich hätte erwartet, dass ich das Auto jetzt ohne Probleme machen kann. Aber ich will jetzt nicht das Auto, ich will ja die Teile ja zur Karosserie, die Teile machen. Nee, warte mal. Montage. Die Windschutzscheibe reinhauen. Ich habe keine passende Ersatzteile. Aber wieso kriege ich die Teile nicht? Warte mal. Schrottplatz. Kann ich dich irgendwie zum Schrottplatz oder so? Geländestrecke, Flugplatz, Rennstrecke. Schrottplatz geht gar nicht, ne? So, Auftrag eigentlich annehmen. Die müssen ja beide gemacht werden. Sich reparierbar, die Scheißkarre. So, ich würde jetzt gerne mal die Scheißkarre. Ist das so die Kackwerkstatt hier? Nehmen wir eine Karre wieder mit. Ich habe da Öl gemacht. Telefon. Kann ich jetzt irgendwie mal an das Auto nehmen? Ich habe gar keine zweite Hebebühne, ne? So, warte mal. Montage. Einkaufs. Kann ich den Auftrag nicht beenden? Ich habe ja das Scheiße. Ich habe ja dann Scheiße gemacht. Ich will.
Ich damit. Ach, da unten ist noch eine Klammer. Was? Schade, ich dachte, ich könnte schön den Auftrag beenden. So viel daraus. Die Karre ist, wie gesagt, komplett. Eigentlich sogar komplett durch. Ja, die ist ja noch gut. Hier, yeah, das ist eigentlich alles Schrott. Nee, ich will ja nicht zurück zum Open, aber ich will ja einfach nur. Eigentlich würde ich ja gerne die ganzen Teile neu bestellen, weil die ganze Karre ist einfach kaputt. Weil irgendwie komme ich gerade nicht weiter. Das ist das Problem an der Sache. Ja, die Bremse ist ja eigentlich auch runter da hinten. Ich weiß nicht, ob das Rote gerade zeigt, dass das Ding ist defekt. Und ob die Karre einfach komplett durch ist. Ich kriege gerade einen Aufruf nach dem anderen, aber das Problem ist einfach, dass ich jetzt gerade nichts weiter machen kann, weil ich auch noch keine Ahnung von dem Spiel habe. Hallo da. Geil. Die Karre ist einfach durch. Eigentlich könnte ich die komplette Karre austauschen. Aber dafür habe ich auch die Teile nicht. Ja, dafür habe ich die Möglichkeit nicht. Die Frage ist, wie weit. Wo kann ich meine Werkbank, meine Dings updaten? Meine Werkstatt updaten. Aber wahrscheinlich ist die ganze Level erst. Wenn ich ja Level 2 bin, dann kriege ich zumindest erstmal Anlage geschickte Hände, ja. Wahrscheinlich ist die ganze Levelaufstieg. Ich muss das Teil erstmal rausnehmen, hier, wieder die Reifen, die sind ja alle durch eigentlich, mehr oder weniger. Es ist ja quasi gefühlt alles durch. Modus für Diagnose einschalten. Hier ist soweit alles okay. Ich guck gerade und da war.
Modus für Dirk. Über. Reifen sind ja komplett durch. Jetzt haben wir erstmal nur Reifen. Hinten ist irgendwas noch. Ja, hier oben. Da ist was kaputt. Die Ölwanne ist neu. Mehr oder weniger jetzt. Das ist das Teil, was ich hinten gesehen habe. Der kleine Pinöpel, der hier oben rumfliegen müsste. Jetzt mal, wo ist denn der? Hier oben ist das, oder? Du bist das. Komme ich da ran jetzt gerade so ein bisschen? Zugang vom Motorraum. Okay. Den mache ich per vom Motorraum erst. Da fragt es, die Reifen sind runter. Die gehen weg auch. Muss ja neu gemacht werden. Die Aufhängung. So. Gut. Ah, so, jetzt muss ich kurz das Auto runterlassen, dann machen wir das Ding raus und dann machen wir es mal einen kleinen Feierabend hier, würde ich sagen. Also, es war auf jeden Fall der Kraftstofffilter, der gesagt hat, der durch ist, ne? Komm mal rein. Wo haben wir den denn? Jetzt hier. Da ist er. Das ist der hier. Ich damit. So, Kraftstofffilter. Ich bereue es gerade, dass ich die Mutter verkauft habe. So kriege ich die Karre nicht zusammen. Aber ich glaube, wir haben sonst alles jetzt fast. Demontiert werden muss, demontiert. Einkaufsliste. So. Gut, Inventar. Eigentlich theoretisch alles weg. Nachzustand. Radiologisch ist das jetzt erstmal das, was jetzt erstmal so sein muss. So, Montage.
Einmal der Tür. So. Sagen wir, ich kann jetzt keine passende Ersatzteile für das Ding haben. Dass ich keine. Ich pack das jetzt mal, das ist das mal unten drauf. So, ich gucke jetzt gerade, ob ich hier unten nochmal eine Sichtprüfung finde, aber eigentlich müsste jetzt. Ne, es ist nichts weiter, theoretisch. Es ist jetzt erstmal nur das, was gemacht werden muss. Einkaufsliste. Gut. Teil von der. Ich nehme jetzt erstmal alles wieder raus. Und gehe jetzt mal kurz ins Inventar. Dann rette ich mich, bis ich jetzt alles dann haben. So. Einkaufsliste. Gut, jetzt kann ich. Die Frage ist, wie kann ich die Teile kaufen? Wahrscheinlich beim PC, oder? Gut. Theoretisch würde ich sagen. Machen wir einen kleinen Break. Wir machen Feierabend. Wir werden jetzt schauen, dass wir für das Auto noch die Teile zusammenkriegen. Weil es muss ja rein rührischer Kunde dann bezahlen. Ich hoffe, dass ich irgendwie die Motorhaube zusammen noch irgendwie hinbekomme. Bitte schreibt mir in die Kommentare, wie ich sie hinbekomme. Also mal. Annehmen, um zu suchen. Gut. Ja, Fakt ist, dass wir die Teile ja alle brauchen. Irgendwie her. Theoretisch. So, eigentlich muss ich ja gucken, dass ich die Teile. Ich muss die Teile ja finden irgendwie. Abgaskrümmer V8 brauchen wir jetzt gerade nicht. Abgaskrümmer, die haben wir ja irgendwo auch, ne? Kraftstofffilter. Ne, da kommen wir einfach zu der nächsten Folge drum, würde ich sagen. Wir sehen uns dann wieder und dann freue ich mich, wenn ihr wieder dabei sein würdet hier bei Let's Play Car Mechanic. Simulator.